Ja, Hallöchen, ich bin hier im 5-Sterne-Hotel Andreas im Passaertal. Ein absoluter Traum, eine wunderschöne Anlage. Wir haben jetzt Anfangs Mai, super tolle Badesaison schon. Ja, und hier bei mir habe ich Hannes. Grüß dich, Hannes. Grüß Gott, Herr Kerner. Ja, du bist ja eine absolute Koryphäe. Du bist für mich echt ein Wunder. Ein Wunderkind, wie es so schön heißt. Du bist ja der jüngste Sommelier Italiens. Wie ist denn das passiert? Ja, einfach. Ich habe jung mit dem Gastgewerbe angefangen und mich immer schon ein bisschen für Wein interessiert und für Fortbildung. Dann habe ich in Erwägung gezogen, dann die Kurse anzufangen und dann die Prüfung erfolgreich bestanden, zum Glück. Ja. Und sehr interessant. Ja, super. Wie ist denn das, wenn man als junger Mensch so viel in der Presse ist, es wird so viel über dich berichtet? Wie fühlt sich das für dich an? Im Anfang ist es erschreckend, aber danach ist es sehr fein. Also es wird gesprochen und es ist schon schön, wenn man sich ein bisschen präsentieren kann. Okay, klasse. Was gefällt dir dann so als Sommelier? Was ist das Schöne daran für dich? Mir gefällt einfach, den Gästen einen guten Wein zu präsentieren, da was zum Menü passt. Und einfach mit den Gästen ein bisschen zu kommunizieren auch darüber. Und ja. Ja, super. Und was machst du jetzt hier? Machst du hier eine Ausbildung? Ich mache hier im Andreas seit 3 Jahren jetzt die Ausbildung. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, habe viel Neues dazugelernt und mich immer auch gesteigert und bin ganz zufrieden. Was ist das für eine Ausbildung, die du hier machst? Ich habe hier die Servicelehre angefangen und jetzt im Herbst habe ich dann die Prüfung. Super. Dann werde ich ausgebildeter Restaurantfachmann. Okay, und was passiert dann? Was hast du dann vor? Bisschen in der Welt rumreisen, dank auch Ihres Tipps, Herr Kramery, durchs Buch. Ja, du hast auch mein Buch gelesen, gell? Ja, fang endlich an zu leben. Sehr interessant und bisschen in der Welt rumreisen, St. Moritz, Kreuzfahrtschiff, bisschen, ein paar Jährchen. Ja, super. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Und was kannst du jungen Menschen mitgeben? Weil du bist ja sehr, sehr strebsam, denn für ein Sommelier musst du ja recht viel lernen. Was gibst du jungen Menschen mit? Ich gebe jungen Menschen mit, einfach in der Jugendzeit Gas zu geben. Nicht nur Party machen hin und her, sondern auch Weiterbildung. Weil was man in jungen Jahren erreicht, das kann man später immer noch ausbauen und weitermachen, dass man etwas in der Hand hat. Ja, sehr schön, lieber Hannes. Ich danke dir sehr fürs Interview. Danke Ihnen. Ganz viel Erfolg und ja, wir sehen uns hier immer wieder, gell? Ja, danke. Danke dir. Tschüssi. Ciao.